Hey Leute und willkommen endlich mal wieder zurück auf Black Rabbit RPG. Ich habe fast den Namen nicht mehr gewusst. Auf meinem Wollspielkanal, Diana. Tja, wenn man so lange her ist, dass man sich fühlt wie ein Untoter, der wieder aus dem Grab gerade rausgekommen ist. Und genauso geht's mir auch mit diesem Spiel heute. Ich weiß nicht, ob wir mehr als eine Folge machen. Ich wollte euch unbedingt mal was zeigen, aber meine Kindheit. Ich habe schon immer Point-and-Click-Spiele gespielt und dieses Spiel ist aus dem unglaublichen Jahr 1996. Wir spielen das hier auf Windows 10 und es wurde remastered. Ich weiß nicht warum, aber es wurde remastered, sogar 4K. Und ich kann das also jetzt... Wie viele Jahre sind das? Wie viele 24 Jahre später spielt Diana? Mm-mm. Ich fress einen Besen. Wir sind in der Zukunft angekommen. Das ist echt krass. Also, dass man so alte Spiele dann auf so eine hohe Qualität schraubt. Wahnsinn, ja. Es sieht jetzt natürlich nicht aus wie ein neues Spiel, so wie Debonia zum Beispiel. Trotz dessen finde ich, sie haben es schon hingekriegt. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, nämlich. Und ja, ich wollte es einfach mal zeigen. Also, Rabbit war damals 8 und es war mein erstes Point-and-Click-Spiel am PC. Habe ein bisschen reingelost. Habe es mit meiner Mutter gezockt auch viel. Die war immer schon auch sehr, sehr gut im Point-and-Click. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es dann ein paar Jahre später erst durchgespielt. Es war ja früher auch nicht so, man hatte nicht 12.000 Spiele, sondern meistens nur eins. Ne, Diana? Mhm. Das war noch Zeiten. Dann hat man halt mal vor Zorn irgendwie den Controller in die Ecke geworfen, 2 Wochen gewartet und dann hat es plötzlich geflutscht. Richtig, richtig. Und ich hoffe, der Spielsound und so weiter geht alles klar. Wir gucken mal rein. Das ist der Anfang vom Spiel. Man sieht schon, ich bin überrascht, dass die das so hinbekommen haben. Es sieht, wie gesagt, natürlich nicht neu aus, aber es sieht echt schön aus. Man guckt immer die Animation an. Diana, warte kurz. Man kann es erkennen, oder? Ja, man erkennt. Man kann es erkennen. Damals sah das für mich aus wie, oh mein Gott, das ist so ein geiler Comic. Es geht darum, wir sind ein Cowboy im Wilden Westen. Ja, es war mein erstes Point and Click, Entschuldigung. Aber ihr seht, es war so gut, es wurde sogar remastered. Ups. Und ich kann mich noch erinnern, damals im Saturn es gekauft zu haben. Da war dann noch cool, Diana. Der Mann wurde erschossen. Und ihr seht, es geht um die 3 goldenen Schädel. Wie schon im Titel heißt. Und jeder will sie haben. Er hat mich später dann daran erinnert, hey, Moment mal, Indiana Jones hat auch so Kristallschädel gesucht. Ist das so ein Schädel-Dings damals gewesen? Ich weiß es auch nicht. Also ich habe zuerst an Lucky Luke gedacht. Echt, mit den Goldschädeln? Da war ich aber eher bei... Nee, allein schon die ganze erste Szene. Ah. Schädel weiß ich nicht. Dafür habe ich es zu wenig verfolgt. Und? Die 3 sind weg. Deutsch. Ich hoffe, du hast ihnen nicht den Schädel. Deutsch, Diana. Nein, ich habe sie nur mit ein paar Schüssen verscheucht. Hier ist das Verdammt. Haben den alten Mann auf jeden Fall gerettet, in Anführungszeichen. Ich werde es schaffen, es mir wegzunehmen. Jetzt, wo ich so nah an bin. Er ist im Arsch. An was dran? Am Schatz. Der Tolteken, Diana! So was auch immer. Die 3 goldenen Schädel, Schatz der Tolteken. Er guckt ein bisschen bedeppert. Er ist bedeppert, das passt zu ihm. Hast du noch nie von ihnen gehört? Er heißt, der Held, ganz ja, bisschen. Er heißt, glaube ich, Fenimore Fillmore. Von wem soll ich gehört haben? Von den 3 Schädeln? Natürlich, du Dumpfnuss. Nein, ich habe gerade Dampfnudel gelesen, das ist vorbei. Hast du Hunger? Mir würde das nicht gerne sein. Eigentlich nicht. Aber so Dampfnudeln mal wieder essen. Ich sehe, dir fehlt es an Fantasie. Diese Schädel sind völlig wertlos verglichen mit dem verschollenen Toltekenschatz. Sie sind der Schlüssel. Ah. Dieses Schatzes. Okay, wir brauchen 3 Goldschädel. Einen anderen Schädel. Ganz öffnet sich dann das Tor zum Versteck. Sich nicht weit von hier in einem Kloster. Unter der Obhut von Bruder Anselmo. Warum weißt du das? Von den Apachen. Nimm dich in Acht. Besonders vor einem Typ, der sich Licorne nennt. Er war es, der den einäugigen Dixon und seine Kumpane losgeschickt hat, um mich auszurauben. Die Sau. Dieser sogenannte Licorne ist der Colonel, der das Kommando über Fort Apache hat. Es scheinen eine ganze Menge Leute darin verwickelt zu sein. Es ist viele Jahre her, seit die 3 Schädel... Kannst du mir nicht glauben, dass das Spiel relativ gut aussieht für das Alter. Ich kann es nicht glauben. Hat
man sich so sehr für sie. Jetzt interessant zum Vergleich mal das Alter zu sehen. Boah. Wenn ich irgendwie beteiligt würde. Kriegst du leider nicht mehr zum Laufen halt, ne? Eine Menge Partner. Ja, interessant. Aber einfach. Sie sind alle an Verdauungsstörungen gestorben. An Verdauungsstörungen gestorben, alle. Händler, ich vertreibe ein fabelhaftes Artonikum und ein großartiges Elixier. Vielleicht könnte Ihnen ein Drink wieder etwas auf die Beine helfen. Klar. Reicht mir doch mal eine Flasche von meinem Vergnügen. Oh Gott, die damaligen herumgefahren sind mit ihren Wunderheilmittelchen, die nie funktioniert haben. Und da ist sogar Totenkopf drauf. Er hat das Falsche gegeben. Du hast mir die Haarlotion gegeben. Sie haben nach der Nein, hat er jetzt umgebracht. Nein, also ich schwöre, ich habe ihn jetzt nicht umgebracht, ne? Aber es ist ihm scheißegal. Es ist ihm scheißegal. Das hat mich damals schon fasziniert. Es war ihm egal. Aua. Ich bin angeschossen. Streifschuss. Zum Glück. Komm schon, Jungs, schnappt euch den Schädel. Also ich find's auch so krass, warum hat der Typ ihm überhaupt gesagt, wo die ganzen Schädel sind? Woher weiß er das? Wir müssen trotzdem sehen. Naja, viel geforscht, ne? Und das sind die Mönche, die haben ja auch einen. Die Idioten den Schädel gestohlen. Sie haben ihn nebenbei auch ermordet, Bruder Anselmo. Langweilt mich doch nicht. Er ist abgeamselt, Bruder Anselmo. Und kommt mir jetzt auch bloß nicht mit diesem ethischen Mist. Alles, was ich sage, ist, dass irgendjemand diesen Mann begraben sollte. Christliches Mitgefühl ist zu einem gewissen Grad immer hilfreich. Versteht ihr denn nicht, dass wir da. Ich glaube, ich habe ihn damals wirklich eingegraben, ja. Ich hab's nicht eilig. Ihr habt es nie eilig, Bruder. Außer wenn die Vesperglocke läutet. Vesper? Bitte erwähnt das Thema Essen. Die kennen das Wort, Diana. Vesper ist ein ganz normales Wort. Das ist doch kein normales deutsches Wort. Vesperbox. Jetzt müssen wir. Vesper ist schon ein normales Wort. Nur Vesper nicht. Also wenn du es im Dialekt aussprichst. Vesper, glaube ich. Haben wir den Händler? Ich denke, das sollten wir als erstes tun. In Ordnung, Bruder Fettarsch. Bruder Fettarsch. Ich warte in Big Town auf euch. Wie ihr seht, wir sind natürlich ein sehr intelligenter Cowboy, ne? Oh Gott. Öffnen, schließen, stimmt, er gerade ein hier. Nutzen, bewegen. Ja! Und denen ist das scheißegal, während er da rumhackt, dass wir da rumlaufen. Das waren auch die guten alten Zeiten, Leute, wer sich damit nicht auskennt, ne? Es gab immer so öffne, schließe, nehmen, gib, benutze, rede. Ihr seht's ja, ne? Das waren immer die alten Sachen. Heutzutage hat man ja einfach nur mit dem Mauszeiger und hat eine Lupe und so weiter, ne? Es wird einem zwar immer was vorgeschlagen, wie du hier siehst, ne? Bruder Speckschwarte. Ich muss sehen, wo ist meine Kamera, muss ich mal ein bisschen mal aus dem Schieben, Moment. Ein bisschen noch hochschieben, so. Bruder Speckschwarte. Aber ja, also, ich find's krass. Dass es wirklich ansehnlich ist, also man erkennt die Sachen. Natürlich ist es im Comic-Style immer leichter, sowas zu remastern, aber ich bin echt fasziniert. Ich bin echt fasziniert, dass ich das Spiel jemals noch spielen kann. Und ja, wir sind ein komplett Vollidiot-Cowboy. Es gibt sogar eine große Map eigentlich. Wir sind jetzt hier im Canyon. Da gibt es noch, wie er schon sagte, das Kloster, das Indianerdorf, das Fort, also wo die ganzen. Weißt du, das Militär von damals, weiß ich nicht mehr. Die gegen die Indianer gekämpft haben. Wie heißen die, ne? Ich weiß nicht mal, was du gerade meinst. Es gab in Amerika immer den Krieg zwischen Indianern und den Europäern, die da ein, die gedingst sind. Aber ist egal, das Militär halt. Die gibt's auch noch und ja, viele, viele weitere Bereiche. Und, aber, so komme ich nicht raus. Moment, nein, weiterspielen. Es gibt einfach unzählige Sachen. Und ja, der Typ ist im Arsch. Ich überlege gerade, ob ich da was nehmen kann von ihm. Mensch, das wir können den Esel nehmen und abhauen. Ah, stimmt, was ich noch sagen wollte. Ich bin damals begeistert gewesen, Diana, dass es auf Deutsch war, mit deutscher Sprachausgabe. Das war damals echt noch Luxus, oder? Gibt's ja heutzutage fast gar nicht mehr. Ach, ja. Wenn wir Glück haben, kriegen wir deutsche Untertitel. Ja, aber ich denke, das lag auch daran, dass die meisten Spiele, ich bin mir bei denen nicht sicher, habe mir nachgeguckt, dass die meisten Spiele halt in Deutschland produziert wurden. Ne? War schon immer das Land der Point-and-Click-Typ ist, ne? Wir Deutschen, ich weiß auch nicht warum, also wir Deutschsprachigen. Dass das so unsere Sache ist, keine Ahnung, wir rätseln halt gern. Hm? Sagt der Österreicher. Deutschsprachigen, sag ich doch. Ja, nach der Korrektur. Ja. Aber, also wie gesagt, mal gucken. Kann man mir helfen? Kann ich dir einbuddeln helfen, alter Mann? Hallo. Was? Hola. Was liegt am Bruder? Die haben damals schon Bruder gesagt. Das könnte man heutzutage auch sagen. Guck mal, A, B, C, D, E, das waren noch Zeiten, oder?
Ich muss gehen, Bruder. Bruder muss los, heißt das. Den hat falsch übersetzt, einer. Welcher Orden, netter Mönch mit einer Hacke? Was macht der Hacke, Mann? Ein netter Mönch wie ihr mit so einer Hacke. Ich gönne dieser Leiche ein christliches Begräbnis. Christliches Begräbnis? Möge Gott sich seiner Seele annehmen. Welcher Orden? Nee. Ich muss gehen, Bruder. Du musst doch wissen, wo das Kloster ist. Wir wollen da doch hin. Glaubst du, der sagt mir das auf der Map? Keine Ahnung. Ich muss schon mal fragen, was ist für Weiß? Rede, Bruder Speckschwarte. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum. Ich würde alles sowieso durchfragen. Ich weiß. Wo ist euer Kloster? Nicht sehr weit weg, aber wir sind hinausgeworfen. Was? Hinausgeworfen? Warum? Warum? Wer hat euch rausgeworfen? Ihr habt euch aus eurem Kloster geworfen. Die Franzosen. Die Franzosen. Und warum? Sie haben die Franzosen euch rausgeworfen. Sie sagen, wir hätten General Schwabbelbauch unterstützt. Schwabbelbauch? Wer ist das? Schwabbelbauch. Er ist ein sehr berühmter Revolutionär. Man sagt, er fürchte sich vor niemandem und er sei grausam und... Grausam und Gnaden. Das passt voll zum Christentum. Aber er kommt ihnen immer wieder. Vielleicht ist er da drin oder irgendwie? General Schwabbelbauch im Kloster, verkleidet als Mönch. Das ist völlig ausgeschlossen. Wahrscheinlich ist es eher. Ich weiß es nicht mehr. Ist es denn so schwierig, sich in den Kapuzinerorden einzuschleichen? Dort kennen wir uns alle gegenseitig. Es wäre unmöglich für einen Eindringling, sich dort bei uns zu verstecken. Ja, gleich so direkt fragt, ist schwer, sich einzuschleichen. Geht er jetzt drauf, dass Christen immer die Wahrheit sagen, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ich weiß auch gar nicht, ob sie den Luxus noch gab. Nee, ich glaube wahrscheinlich nicht. Man kann ja auch nicht die Sachen sich anzeigen lassen, so wie damals, ne? Also wie heutzutage, würde ich sagen. Dass man halt überall sieht, wo ist denn was zum Anklicken, ne? Man muss ja jeden Scheiß selbst zusammensuchen. Ich weiß auch gar nicht, wie der Anna meinte, können wir einfach mal mit dem Esel losreiten? Aus Spaß? Oder geht's ja links noch weiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde versuchen, den Esel zu klauen. Moment, erstmal muss ich gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das unser Esel ist. Ist doch egal, ob es unser Esel ist. Okay, da geht auf das Bild raus. Da oben ist ein Weg. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da ging es sogar zum Kloster hoch. Ich nutze den Esel. Er versinkt im Sand, weil er so stapft mit so hochgezogenen Knien. Oh, er hat eine Trophäe freigeschaltet. Zum Canyon oder zum Weg dahin? Ich will den Canyon, ich will den Indianer sehen. Indianer! Oh, wie der hüpft, können wir noch erinnern. Genau, das ist eine Hüpfanimation. Was sicher leichter zum Zeichnen nämlich. Wie diese Pferde im Kindergarten. Boing, boing, ja. Boing. Oh Gott, hier ist Park and Ride, siehst du das Schild um? Ich kann mich noch erinnern, das Spiel hatte viele lustige Sachen, die haben sich sehr Mühe gegeben damals. Bin mir auch nicht sicher, ob ich damals alles gecheckt habe. Wahrscheinlich nicht. Du sollst dich da reinbewegen. Das funktioniert nicht. Ja, wie denn dann? Öffnen? Ah, gehe zu. Was haben wir hier alles? Ein Wagenrad? Brauchen wir nicht. Können wir Leiter hochgehen? Wir brauchen alles. Ah, genau. Ich glaube, das Park and Ride Shield konnte ich klauen. Ein Fenster aufmachen? Ich schätze, eine detaillierte Beschreibung des Ausblicks wäre jetzt etwas zu langweilig, oder? Nimm. Schild. Sehr stabil befestigt aus. Es ist sehr stabil beschäftigt. Nur stark genug wäre, ihn zu zerbrechen. Was schon mal sagt unser Satz, dass wir ihn klauen können. Wenn er stark genug wäre, heißt immer, man kann es klauen. Soll ich echt versuchen, das Wagenrad einzupacken? Ja, alles versuchen. Das denk an Randall. Wir lassen es lieber da, wo es ist. Randalls Monday ist sowieso ungeschlagen. Ah, wenn es da noch was geben würde. Ah, das wäre so schön. Okay, also hier der haben Kryptomane. Wir... Ja, also hier haben wir nur die Pferdchen. Oder geht's noch weiter? Smithy. Oh Gott, ist ein Brunnen? Oh. Gibt's da einen Eimer zu klauen? Nee, kein Eimer. Ja. Ein Loch ist im Eimer. Weg ist er. Wo geht er hin? Ich hab auf Griff gedrückt. Ich drück auf den Griff und er geht weg. Ah, die guten alten Point-and-Click-Zeiten. Nur ein rostiger Griff. Kann man den mitnehmen? Quatsch, sowas will ich nicht. Warum will er das nicht? Das ist kein Kleptoman, Diana. Ja, wirklich nicht. Aber ich denke, wir müssen was an den Haken hängen, der da ist. Leider dann können wir es bestimmt leider runterholen sieht und aus. Wasser lassen oder so. Ja, sieht leider für so uns aus. Nicht.
Fiat oder sowas. Ich weiß auch nicht, was wir damit vorhätten. Aber ich finde es echt krass, wie gesagt. Okay, Wasser tun kann man auch nichts machen. Windmühle? Kann man auch nichts machen, wahrscheinlich. Vor allem Leute damals, ne? Das wurde alles noch mit Hand gezeichnet. Die hatten ja noch nichts nach dem Krieg, ne? Die hatten ja nichts dahinter. Guck mal nach rechts. Ist da was? Nö. Ah. Okay, mehr ist hier gar nicht. Wo waren wir jetzt? Ist auf der Map gezeichnet? Ja, wir waren in Pigtown, aber wir konnten nicht weit gehen, ne? Hoppla. Ich glaube, wir konnten nicht weit gehen. Wir gehen mal den Weg hoch. Ich mag die Animation. Sind wir hier richtig? Ist doch gar keine lange Animation. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Brücken. Ich glaube, das ist das Kloster, aber ich glaube, ich hatte recht. Ich habe mich richtig erinnert. Ja, es ist das Kloster, das bewacht wird, genau. Oh mein Gott, der reitet hier 3 Jahre. Man hatte damals keinen Stress, ne? Wir haben auch heute keinen Stress. Heutzutage aber nicht, ne? Ah, dass der Franzose den Mönch hier rausgeworfen hat. Was er vorher gesagt hat, ne? Wie weit reitet er noch? Okay, er ist angekommen. Der Jahre. Musste erst sein Esel sicher abstellen. Ist doch... Hallo. Hallo. Bonjour. 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 Ich will gerne reingehen, einfach zu. Und ich würde Sie gerne Ihre Einlassung, Monsieur. Aber? Unglücklicherweise ist das verboten. Warum? Dieses Kloster wurde von den glorreichen Truppen seiner erabendsten Majestät. Erabenden. Und der Tabak riecht ganz gut. Was sagt er denn? Können wir Tabakstaub abstauben? Das ist der mildeste Tabak, den ich je geraucht habe. Abbe. Ich würde gerne der mildeste. Abbe. Ich kann Ihnen ein paar Läden empfehlen, wo man wirklich gute... Wir haben gar kein Geld. Wir haben nie Geld in irgendeinem Spiel. Und auf dem Boulevard Patatin in Paris. Und wir können ihn nach Paris, Mann. Ich wette, der Tabak aus der Rue Patatin ist der beste. Nein, der beste ist der aus der Rue Patatin. Hier, probieren Sie mal. Und oh, ich darf probieren. Sie selbst. Oh, vielen herzlichen Dank. Aber bitte rauchen Sie nicht hier, s'il vous plaît. Wir dürfen nicht mit Fremden rauchen. Ah, wir haben was! Wir haben was! Wir haben leichten Tabak da, das ist das erste Item. Tja, mal sehen, was wir damit machen. Was macht der Mexikaner hier? Ich will mich da nicht schlafen trauen. Du? Kuckuck. Hallo? Das sieht gefährlich aus als Schlafplatz. Und der pennt. Mhm. Der pennt. Hoch kann ich auch nicht. Ich hoffe, da unten ist ein Fallnetz im schlimmsten Fall. Nein, da ist kein Fallnetz. Wir hoffen es einfach. Der leichteste aller Tabake mit nur 0,00. Da ist nicht viel. Da kann er auch Luft atmen. Aber. Ihr seht, glaube ich, schon, wo ich am Anfang auch immer hängen geblieben bin, ne? Wir haben so wenig Möglichkeiten, Sachen zu machen. Wir waren zum Beispiel jetzt gerade überall da, ne? Wo wir gerade hin können. Wir haben nur Tabak. Ist nicht viel, oder? Nee, aber ich bin halt auch jemand, ich würde halt wirklich alles ansprechen, was geht. Weil manchmal kriegt man dann doch noch... Ja, das schon. Du bist halt manchmal auch ein bisschen... Das schon. ...genügsam mit den Antworten. Der Mexikaner ist ein Revolutionär. Ich glaube, dieser verschlafene Mexikaner da ist ein Revolutionär. Ganz bestimmt. Natürlich ist er das. Ich habe gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Die Sau. Er ist ein Spion. Ja, dieser verschlafene Mexikaner da ist ein Spion. Nein, mon Dieu. Wie kann er ein Spion sein? Er verbringt doch den ganzen Tag im Tief. Der tut nur so. Warum haben die ein Kloster besetzt? Es war eine Brust. Schade, ich hab gedacht, wir können jetzt vielleicht auf ihn hetzen, dann ist es tot. Ja. Ich weiß auch echt nicht mal, wie ich da reinkommen bin. Wo ist General Schwabbelbauch? Schwabbelbauch im Kloster gefunden? Nein. Und glauben Sie mir, wir haben überall gesucht.
Sergeant Motet will ihn beobachtet haben, wie er geflohen ist, als Mönch verkleidet. Aber warum dürfen wir dann nicht mehr rein? Ihm geglaubt, weil er besoffen war. Okay, bis bald dann. Au revoir, mon ami. Okay, das war alles von ihm. Also hast du recht, dann ist da wahrscheinlich wirklich das gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber allein schon General Schwabbelbauch und so weiter, ne? Das ist alles so. Man kann auch, wie ihr seht, einfach die Map raufdrücken. Und ja, er reitet immer auf seinem Esel. Ich fand's süß. Es hat bei ihm nicht mal für ein Pferd gereicht. Und ich weiß, ich habe noch oft rumgesucht, weil man so denkt, oh, was könnte man da jetzt nutzen überhaupt und so weiter, ne? Ich glaube, beim Wagen war auch noch irgendwas. Ich bin mir dabei echt nicht mehr sicher. Ne? Ich habe lange rumgerätselt, vor allem am Anfang. Ja, es ist wirklich so. Es ist sehr... Das funktioniert nicht. Dezent im Gegensatz zu den anderen Spielen, die man heute so spielt. Also jetzt zum Beispiel, ich habe Bewegen gedrückt auf ihn. Wie kommt man denn da drauf, ne? Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber ich habe ihn versteckt dahinter. Na gut. Ah, ich glaube, das hatte ich damals gemacht, damit ich vom Mönch die Spitzhacke bekomme. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wie gesagt, alles schon so lange her. Denkt mal nach, Leute, 24 Jahre. Ich könnte mich an, glaube ich, nichts mehr erinnern. Moment, was liegt an, Bruder? Das ist so ein Satz. Was steht das denn ganz hier? Moment mal, ich frage jetzt nochmal wegen der Hacke. Ein netter Mönch wie ihr mit so einer Hacke. Weil wem will er eingraben? Ist gar keiner da? Welcher Leiche? Welche Leiche? Da ist keine Leiche. Aber. Tja! Gott ist mein Zeuge, dass er da war. Tja! Toter als das Nachtleben von Victor. Tja! Ist er wieder erweckt worden? Es war Jesus! Er hat zu viel Wein getrunken. Jetzt kann ich einfach die Spitzhacke nehmen. Das haben wir Edna erinnert, ja? Krass. Wohin ist er gegangen? Nein, ich hab sie kaputt gemacht, Edna! Das ist komisch. Ja. Sind wir beide Teile? Lass mich raten, er kriegt sie nicht mehr zusammen. Und wie geht das überhaupt? Egal, jetzt haben wir doch was um das Schild vielleicht zu demontieren. Oh, ich hab's zusammengebastelt. Im Inventar, ich bin gut. Meinst du, es geht mit dem Schild? Keine Ahnung, ist eine Idee. Was machen wir mit dem Schild? Keine Ahnung, aber das war eine Idee. Das waren immer du so hast meine... gesagt, Sachen sammeln. Ja, das waren immer so mein Problem halt früher, ne? Ja, okay, und was mache ich dann damit? Das war immer so eine Sache. Aber krass, dass wir jetzt schon... Ich glaube, wir waren jetzt schneller als ich in 3 Monaten, gefühlt, ne? Sonst, wer weiß, vielleicht können wir noch das Wagenrad auseinandernehmen oder... Nein, ich kann sie auch zerlegen. Guck mal nochmal, warum, aber... Vielleicht braucht man es für... auch einzeln. Vielleicht brauchen wir manchmal für irgendwas auch nur einen Stock. Das ist der Griff einer zusammenklappbaren Hacke. Eine zusammenklappbare Hacke, deswegen, Diana. Aha. Ich will das ganz zusammen. Nutze Hacke mit Schild. Die guten alten Zeiten. Keine gute Idee. Genauer gesagt eine Idee. Das ist eine Scheißidee, da gesagt einer. Das ist eine Scheißidee. Eine Hacke. Ich fühle mich das vielleicht doch nur der Stock. Keine gute Idee. Vielleicht nur der Griff? Ich weiß es nicht mehr. Es war eine Idee. Sowas passt doch gar nicht zusammen. Nee, geht nicht. Nee, so nicht. Aber das, jetzt siehst du mal, ne? So quasi, und jetzt? Und jetzt? Jetzt nehmen wir das Wagenrad auseinander. Mit was? Mit der Hacke. Was ist mir hinten? Holzeimer? Moment mal, Holzeimer. Nimm Holzeimer. Er sieht ja riesig aus. So was will ich nicht. Ja, aber der Brunnen! Aber der ist ein bisschen groß, das hätte ich jetzt gerade auch gedacht. Guck rein. Voller verdrehter Schrauben. Voller verdrehter Schrauben? Oh, reingucken. Nur eine einzige drin, die noch was taugt. Damit könnte ich vielleicht irgendwas reparieren. Nur was wollen wir reparieren? Fragen über Fragen. Ich muss auf das Wagenrad angucken. Manchmal, wenn ich Langeweile habe, kommt mir flüchtig die Frage in den Sinn, wer mag eigentlich das Rad erfunden haben? Tja, wer hat's Rad erfunden? Wer hat's Rad erfunden, Dana? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Was machen wir jetzt mit der Schraube? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Ihr seht schon, Leute, so ging es mir damals mit 8 und ich weiß nicht, was ich durchgespielt habe, mit 12 vielleicht oder so. Und es gibt, ohne Witz, einen Nachfolger. Nein. Wenn ich mich irre, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, der war nicht mehr Comics, sondern der war so animiert. Und das finde ich immer scheiße. Es ist so wie
die Biene Maya plötzlich in Animation statt in Zeichentrick, ne? Genauso wie Mickey Mouse und so weiter, ne? Ich glaube nicht zu erinnern, dass das so war, oder es hat noch einen Zwischenteil gegeben, also dass es insgesamt drei waren insgesamt, bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich wollte euch mal ein bisschen zeigen einfach, ja, das hat der kleine Rappy damals schon gerätselt, Diana, da guckst du, ne, damals schon, der kleine Hosenscheißer. Da war es noch eine richtige Herausforderung, die Point-and-Clicks. Ohne Hilfe, ohne Tipps. Kein Internet, Leute. Nichts. No Internet. das war schon noch geil, ja. Aber ich kann auch noch erinnern, ich habe es leider nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wo meine alten PC-Spiele gekommen sind. Die sind leider echt verloren gegangen. Schade. Ich hatte auch so eine großen Pappschachtel, nämlich noch die Big Boxen, die es ja heutzutage gar nicht mehr gibt. Und das war schon geil. Ich hatte auch noch ein anderes Spiel, das habe ich nie weiter geschafft als, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Ich bin am Anfang nicht weggekommen. Ich bin nicht weggekommen, Dana. Ich kann mich auch noch erinnern. Ich bin am Startpunkt nicht weggekommen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Wenn ich das auch mal finde, werde ich es euch auch gerne mal zeigen. Vielleicht kann mir Dana helfen, da am Anfang wegzukommen. diese alten Spiele gibt es übrigens keine Werbung jetzt, sondern ich wollte es euch nur sagen, wo ich es her habe. Von GOG.com. Das heißt auf ausgesprochen Good Old Games. GOG. Mehr geile Seite, da kann man das runterladen zum Beispiel. Und ich feiere solche Seiten, ne? Und ihr braucht dafür kein Steam, ihr braucht dafür gar nichts. Ihr braucht das Spiel nur runterladen und es gehört euch. Das kann euch keiner wegnehmen. So, wenn Steam down ist, ist Steam down, hast du Pech gehabt. Und ja, Dana, mal so ein kleiner Einblick. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals weiterspielt. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur mal vorstellen, was der kleine. Genau, was der kleine Rabbit so gespielt hat. Und es ist schön, das wieder mal zu sehen und dass das ernsthaft in 4K remastered wurde, es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Auf jeden Fall, danke fürs Mithelfen. Ja, bitte, bitte. Und wir gehen jetzt weiter zocken. Was wir zocken, das werden wir noch sehen. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Wir versuchen jetzt wieder fleißig zu sein, auch hier auf dem Kanal. Genauso wie von dem Hauptkanal Black Rabbit und auf Rabbits Openings, wo es um Sammelkarten geht. Alle Links dazu in der Videobeschreibung, genauso wie Dianas Kanal, die immer hart rumwurstelt. Schaut gern vorbei. Die rumwurstelt Diana. Leute, viel Spaß. Haut rein. Und jetzt auch noch auf der Endcard könnt ihr euch auf weitere Videos drauf drücken. Und ciao. Tschüssi, macht's gut.